Also, der Donald Trump ist der falsche Präsident. Michelle Obama hat schon recht. Er ist einfach falsch. Er tut die Steuern hinterziehen. Er will den Mauer zu Mexiko, wo da nie gebaut worden ist. Er hat Wahlversprechungen gemacht, die nicht eingehalten werden konnten. Und man sagt, dass Desinfektionsmittel gegen Coronavirus spritzen, was natürlich medizinisch gesehen totaler Schwachsinn, Irrsinn ist. Und er hat seine Bauarbeiter nicht bezahlt, die er im Spielcasino gebaut hat. Also ganz klarer Betrug, Steuerbetrug inklusive. Und Klimalügner ist er auch noch. Der Klimawandel, den haben wir. Und in 30 Jahren ist es 10 Grad wärmer. Und nachher können wir Venedig einfach vergessen. Und Umweltschutz ist für ihn ein Fremdwort. Und die Umwelt ist für uns wichtig, was wollen wir machen, wenn es plötzlich einfach zu heiß ist. Und die Eisbären können wir auch vergessen, dann die Arktis wird weggeschmolzen. Und es werden viele Teile von der Erde überschwemmt werden deswegen. Und es wird eine Naturkatastrophe auf uns zukommen. Und darum muss man den Donald Trump abwählen. Und der Joe Biden wählen. Er ist ein Demokrat. Und er ist sozialverträglich. Er tut nicht einfach die Leute fristlos entlassen, nur weil sie ihm nicht passen. Und er hat ein Chaos gebildet in Amerika. Und er hat Sanktionen ausgesprochen. Und all solche Sachen brauchen wir nicht. Barack Obama war viel der bessere Präsident gewesen. Er hat zwar zu wenig gemacht, aber immerhin hat er Obamacare einführen, durchziehen. Und man könnte ja einfach Michelle Obama wählen. Sie sieht gut aus, sie ist sympathisch, kommt bei den Leuten gut an und wäre eine beliebte Präsidentin.